Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Im Hintergrund seht ihr Loadout, einen kostenlosen Shooter, der bei Steam erschienen ist. Und zwar ein Indie-Spiel, in dem es geht, einfach die Gegner abzuschießen und so weiter. Ist aber heute nicht das Thema, sondern ich wollte ein paar Punkte mit euch ansprechen. Und dabei habe ich noch ein paar Sachen vorbereitet. 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott. Alter, was sind das für kleine Kittys schon wieder? Alter, krass. Was ist denn hier los? Seid ihr behindert oder was? So. Erstmal möchte ich mich bedanken an alle Abonnenten, die aktiv sind und dabei sind. Der nächste Punkt wäre, ich habe auch, ich denke mal, wenn was unklar ist, einfach mal fragen. Und zum Beispiel habe ich auch Minecraft gespielt mit jemandem. Das habe ich auch schon bei Galaktikraft, bei Revilum und Ixis. Und zwar war ich da als Gast dort. Und das könnt ihr euch mal angucken. Und auf jeden Fall, wenn ihr mal vorbeischauen, ist klar. Da gab's so eine, also ich habe beide verlinkt, die werde ich nochmal verlinken im Video. Und genau, dann habe ich noch eine Bitte, und zwar hätte ich noch einen neuen Kanal und so weiter. Der ist auch irgendwie verlinkt auf meinen Kanal. Mein Gott, sind die übertrieben, die Waffen. Und zwar heißt der Schnetzelbude, und ich weiß nicht, momentan läuft das noch nicht so. Auf jeden Fall hatten wir geplant, so MOBA-Games zu machen. Und vielleicht auch noch mehrere Sachen. Auf jeden Fall irgendwie sich nur auf rein Multiplayer zu konzentrieren. Was ich auch meinen Kanal nicht ganz so viel machen will, weil ich möchte bestimmte Sachen. Ich möchte bestimmte Sachen trennen. The enemy has stolen the hammer. So. Ich hab keinen Kopf mehr. Ich hab keinen Kopf mehr, wie geil. Warum elektrisiert mich dieser Schlag immer? Und der Kanal Schnetzelbude ist halt so für MOBA-Games, zum Beispiel League of Legends und sowas. Das spiele ich ja auch alles so privat, aber momentan nicht mehr so aktiv, weil momentan kotzt mich das ein bisschen an, so. Okay. Genau, und jetzt noch die Thumbnails, die sind nämlich auch noch dabei. Die möchte ich auch individuell machen, aber zum Beispiel für Sacred und so kann ich die nicht individuell machen, weil einfach man sieht halt zu wenig, das ist halt zu klein alles. Und so weiter. Wir können ja auch mal gerne ein paar Fragen stellen, was ihr so wissen wollt und so weiter. Auf jeden Fall möchte ich nochmal die aktuellen Projekte aufzählen. Und boah, scheiße. Genau, die momentanen Projekte sind Sacred Gold Edition. Das ist so ein Rollenspiel. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt. Dann noch Saints Row 4, das ich, the enemy has stolen the hammer. Das eigentlich recht gut ankam. Und natürlich gibt es auch noch Bioshock Infinite. Das ist aber, oder Infinite, das ist schon aber vorbei. Scheiße, da hat mich mit dem Hammer gehauen. Ja, und dann noch God of War. Das ist so ein Hack'n'Slay von der PlayStation 2. Ein bisschen älter schon. Aber lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, weil auf jeden Fall ist das ein gutes Spiel. Und solche Spiele mag ich eben. Erstmal auf die andere Waffe wechseln. Genau, das wär's so. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare stellen. What the fuck? Es hat gerade geleckt.
Ich konnte gerade nichts mehr machen. Gut, wie werfe ich denn eine Granate? Genau, jetzt kommen wir noch zu dem Punkt, den ich auch noch ansprechen wollte. Und zwar hat mir einer, also ein Abonnent, der heißt Breaking Blob, ein paar Fragen eingeschickt, die ich schon lange machen wollte, aber nie dazu gekommen bin. Und das tut mir auch nochmal leid und so, dass ich die nicht beantwortet habe. Und jetzt beantworte ich die für dich. Und vielleicht auch für die anderen. Vielleicht lernt ihr auch noch ein bisschen was daraus. Oder vielleicht interessieren euch die Sachen ja. Er hat gefragt, als erste Frage, was ist dein jetzigster Traumberuf? Kann man schwer sagen, was mein Traumberuf ist. Das ändert sich immer ein bisschen hin und her. Ja, vor allem kann ich sagen, The enemy has stolen the hammer. Aha, einen Hammer haben die gestohlen. Scheiße. Komm her, das Schwein. Ich habe ihn besiegt. Genau, mein jetziger Traumberuf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht einen späteren Zeitpunkt nochmal nachfragen. Mein Lieblingsgetränk, ja. Mein Lieblingsgetränk ist eigentlich Coca-Cola oder Mezzomix. Aber auch andere Softgetränke. Ja, das wär's eigentlich so. Vielleicht auch noch ein Mineralwasser am Zuma und so, aber auch Säfte und sowas. Also ich hab nicht nur eins, sondern halt mehrere. Das ist halt klar. Komm her. Your team has dropped the opposing team's hammer has been returned. Scheiße, ich hätte ihn fast besiegt. Genau, jetzt mein Lieblingsgegenstand. Mein Lieblingsgegenstand ist mein Mikrofon, weil ohne den könnte ich ja nicht so aufnehmen und so weiter. Es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, ist aber so. Und ja, was für ein Tier wärst du? Also welches Tier ich wäre, kommt drauf an. Ich wäre so... Ja, Mann, ich habe ihn umgelegt und gekriegt. Was für ein Tier wäre ich gerne? Ich glaube, ich wäre... ist es ein Fabelwesen-Tier gemeint? Oder welches Tier meinst du denn? Ich denke mal einfach ein normales Tier, was in der Natur ist und kein Fabelwesen. Dann sage ich einfach mal, ich wäre gerne so ein Tiger oder so ein Löwe. Oh shit. Nein. Ich wäre gern ein Tiger oder ein Löwe und ein Fabelwesen werde ich gern so ein Drache oder sowas in der Art. Ein Drache ist immer gut. Boah, ich hasse solche Leute, die einfach so behindert rumspringen ganze Zeit. Genau. Schule. Was soll ich dazu sagen? Schule ist gut. Viele sagen ja immer, in der Schule lernt man nichts. Also man lernt schon was, die ist langweilig und so. Dann ist er halt langweilig, weil er nicht zuhört oder einfach genervt seid. Dann ist das schon ein Grund. Boah, krass, der hat mich gehauen. Genau, Schule, da. Wie gesagt, Schule ist besser als Arbeit, das ist auf jeden Fall klar. So, deine Freunde. Ja, wie gesagt, da kann ich dazu sagen, man hat nicht viele Freunde, aber wenn man welche hat, dann sind es sozusagen die guten oder die besten. Also, ich habe sozusagen... Kenne ich die nicht hundertprozentig persönlich, aber... Boah, komm jetzt her!
shit, Alter. Mein Bein. Genau, deine Freunde und so. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Jetzt kommen wir zum Punkt Stimmung. Stimmung ist bei mir gerade eigentlich ganz gechillt. Also sag ich mal, okay. Wie ist eure Stimmung denn? Würde mich auch gerne mal interessieren, wie eure Stimmung ist. Scheiße! Ja Mann, ich habe ihn aber auch fast erledigt. Genau, was hörst du gerade? Ich spiele gerade Loadout und höre, dass ich die ganze Zeit sterbe. Und natürlich höre ich auch was anderes. Zum Beispiel Musik. Also nicht gerade jetzt, aber Musik höre ich so... Ja, keine Ahnung. Man kann sagen, so eher so Dubstep oder so Techno und sowas. Und aber auch gerne Rock und solche Sachen. Vielleicht auch Pop. Und momentan hat es mir auch irgendwie der koreanische Pop angetan. Also, weiß nicht. Ja, sowas ist auch ziemlich geil. Mhm. Boah, Junge, jetzt hat er mich runtergeschmissen. Genau, meine Lieblingskonsole. Meine Lieblingskonsole, wir gehen mal in die Vergangenheit zurück, ist auf jeden Fall Super Nintendo und Nintendo 64. Weil es einfach so großartige Spiele rauskamen. Ich kann mal anfangen von Super Nintendo. Da kam Super Mario World raus. Die Donkey Kong Reihe. Boah, was für ein Arsch, ey. Wie steht er da hinten und campt da rum die ganze Zeit? Genau, die... Also von den ganzen Donkey Kong-Reihen und so weiter. Also es gab richtig großartige Spiele. Und bei Nintendo 64 gab es halt Mario Kart 64. Das erste große, gut animierte... Scheiße! Warum kann ich mich mit dem Hammer töten? Okay. Und solche, und zum Beispiel Zelda, Ocarina of Time und sowas, das waren so die absoluten Hits meiner Kindheit. Also ich habe Ocarina of Time nie gespielt als Kind, aber Majora's Mask hatte ich. Und es war immer ausverkauft, dieses Ocarina of Time, deswegen konnte ich es nie haben. Ja, genau. Und was gucke ich gerade? Ich schaue gerade Loadout, wie ich hier Punkte erreiche. Und ich bin voller Noob und so. Und das ist halt, weil ich nicht gut in Ego-Shooter bin. Vor allem auch nicht in solchen Ego-Shootern wie diesen hier. Boah, da hast du doch keine Chance, wenn die ganze Zeit zusammen rumlaufen. Genau. Was mache ich gerade? Ich spiele gerade Loadout. Und was macht ihr gerade? Ist auch mal interessant. Genau, jetzt kommen wir mal zu einer... Meine Angst. Generell alles zu verlieren, was man so hat in seinem Leben. Und einfach dann am Ende auf der Straße zu sitzen. Da hätte ich... Also da hätte jeder Angst. Das ist so meine Angst. Was für ein Traumauto würde ich haben? Traumauto weiß ich nicht. Ich glaube eher so ein... Sagen wir mal ein realistisches Auto, weiß ich nicht, Chevrolet oder sowas, irgendwie so eine Marke, die von USA kommt, aber die haben gute Autos. Aber ich weiß nicht jetzt, ich kenne mich jetzt nicht so hundertprozentig aus mit Autos, deswegen kann ich es jetzt nicht genau sagen, was ich da so mache. Genau, wo bin ich gerade? Ich bin gerade zu Hause und spiele Loadout und suche mir jetzt hier eine Kiste aus und... Was liegt neben mir? Was liegt neben mir? Der Block, also was ich in meine Notizen aufgeschrieben habe. Also links von mir liegt zum Beispiel eine Eieruhr. noch ein Block, so ein kleinerer. Drei Kulis. Ein Bleistift. Ein Taschenrechner, ja, brauchen wir auch. Und rechts von mir liegen zum Beispiel auch wieder Zettel.
Dann liegt da noch von der PlayStation 3 The Last of Us. Und dann noch ein Spiel, das heißt von PC Space Colony. Dann hätte ich dann noch Rollercoaster Tycoon 2. Also alles, was drinnen ist, so. Ja, das liegt so neben mir. Eigentlich ziemlich interessant. Ja, und auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal für alle Abonnenten und so weiter. Und auf jeden Fall könnt ihr auch in dem Uploadplan schauen. Den werde ich dann auch irgendwie nochmal hier reinfügen. Genau, und ich wollte auch noch kurz sagen, ich suche noch ein paar Leute, die SMW-Hacks machen. Und ihr könnt mir gerne welche einschicken, das wäre auch gut. Dann bräuchte ich noch ein paar League of Legends Gäste für den zweiten Kanal Schnetzelbude und so weiter. Das ist auch mal gut. Genau, Projektauswahl. Ihr könnt euch mal ein paar Projekte aus der Liste aussuchen, die ihr gerne sehen wollt, oder einfach mal ein paar vorschlagen. Es ist egal was. Ich schaue einfach mal, ob ich das dann zur Verfügung habe oder nicht. Auf jeden Fall einfach mal schreiben, was ihr so sehen wollt. Gut. Genau, dann bedanke ich mich. Und wenn noch Fragen bestehen, einfach in die Kommentare. Und ich hoffe, ich habe jetzt meine Fragen gut beantwortet. Breaking Blob. Und ich bedanke mich bei dir und bei allen anderen. Und natürlich sind die Fragen auch für euch. Also, was ihr so macht, könnt ihr auch mal schreiben. Würde mich auch mal interessieren. Oder könnt sogar ein Video darüber machen, wenn ihr Bock habt. Und mir das schicken oder Breaking Blob schicken. Ja. Und ich möchte dir noch sagen, Breaking Blob, wir müssen mal hier Propan spielen und so, und das zieht sich alles ein bisschen. Und ich wäre echt froh, wenn wir mal dazu kämen. Gut, dann bedanke ich mich. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.